Hallo liebe Freunde, wenn auch etwas verspätet, aber nicht minder herzlich, ein gesundes neues Jahr euch allen da draußen. Und mögen alle eure Träume und Wünsche für dieses Jahr in Erfüllung gehen. Und ich sage das aus ganz besonderem Grund, das könnt ihr euch denken, bleibt gesund. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. So, worum geht's? Also, die erste Tour seit meinem Sturz im Sommer 2022, die liegt erfolgreich hinter uns. Und wenn ihr schon mal da seid, dann würde ich sagen, begleitet uns doch. Doch kein Problem, ihr seid herzlich eingeladen. Und jetzt werdet ihr sicher fragen, ja, wo wart ihr denn überhaupt? Wer uns kennt, wird die Antwort mit Sicherheit wissen, weil das ist bei uns schon Tradition. Den Jahreswechsel verbringen wir gerne in Dänemark. Jetzt kommt sicher die Frage, und wo in Dänemark? Jetzt sage ich das mal so, das ist zwar auch eine gute Frage, wird aber jetzt schon ein bisschen speziell. Also Vorschlag meinerseits, ihr bleibt hier dran und schaut zu und dann werdet ihr das ganz genau erfahren. Also lasst euch überraschen und kommt einfach mit. Da kommt auch noch eine Frage. Winter in Dänemark? Macht das Sinn? Auch dazu werdet ihr die Antwort finden für euch, denn wir wissen sie ja schon seit vielen Jahren. Also, auf los geht's los. Kurz noch den Intro und dann viel Spaß. Und vergesst nicht, den Film zu liken, wenn er euch gefällt. Also, lieben Dank schon mal vorab für das Liken und jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß. What's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Es ist Sonntag, der 25. Dezember, etwa 14 Uhr. Wir sind auf Achse und verlassen unser liebliches Lautertal. Zügig erreichen wir die Landesgrenze und fahren auf die A73 auf. Unser Motto heute, gehen Norden und immer geradeaus. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wenn mein Bein in Fahrstellung keine Zicken macht, dann würden wir heute noch bis zum Stellplatz Hodenhagen fahren. Mittlerweile sind wir hinter Nordhausen auf der B243 unterwegs. Es ist relativ wenig Verkehr. Dafür verschlechtert sich langsam das Wetter und die Dunkelheit bricht über uns herein. Angenehm fahren geht definitiv anders. Aber das gehört zu dieser Jahreszeit dazu. Und wer das nicht mag, der muss zu Hause bleiben. Inzwischen sind wir auf der A7 gen Norden unterwegs und nähern uns langsam aber sicher Hodenhagen. So, ohne Probleme und ohne Beinschmerzen erreichen wir den Stellplatz. Aber, oh Schreck, was ist denn hier passiert? Okay, dazu aber mehr morgen bei Tageslicht. Jetzt machen wir es uns erst einmal gemütlich. Aber vorher noch ein kurzer Blick auf die Karte, damit ihr wisst, wo wir gerade sind. Und heute bleibt außerdem die Küche kalt. Es gibt Brot mit Wurst und Käse und ihr könnt einen Blick auf unsere Weihnachtsdeko werfen. In diesem Sinne dann schon mal gute Nacht, Freunde. When life
Wie gestern versprochen, ein paar Worte zum Platz, der bisher kostenlos war. Nun ist die Platzgebühr auf 9,90 Euro festgelegt und setzt sich aus einer Grundgebühr pro Nacht von 7 Euro und einer Servicegebühr von 2,90 Euro zusammen. Für was bitte die Servicegebühr? Dafür, dass der Strom abgestellt ist, die Ver- und Entsorgung nicht mehr benutzbar ist? Das schlägt doch wohl dem Fass den Boden aus. Zudem ist auch hinten die Wiese abgesperrt. Für uns steht fest, diesen Platz werden wir zukünftig meiden. Eigentlich schade. So, aber nun los und ab zur nächsten Tankstelle. Unser Mr. Esprit hat Durst und braucht was Ordentliches zum Trinken. Wir verlassen nun Hodenhagen und es geht auch gleich auf der A7 weiter gen Norden. Das Ziel für den heutigen Tag ist die Stadt Flensburg vor der dänischen Grenze. Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Wenn ihr mich heute hinter dem Steuer seht, dann wundert euch nicht über mein Outfit mit den tollen Kompressionsstrümpfen. Das ist leider ein Muss noch für mindestens ein paar Monate. Wie ihr seht, erreichen wir den Großraum Hamburg. Die Hafenanlagen sind doch immer wieder sehenswert und sorgen für eine angenehme Abwechslung. Und ehe wir uns versehen, fahren wir auch schon in den knapp 4 Kilometer langen Elbtunnel ein. Er hat 8 Fahrstreifen in 4 Tunnelröhren und nimmt eine Schlüsselfunktion im internationalen Reise- und Güterverkehr ein. Eröffnet wurde er am 10. Januar 1975. Leider verschlechtert sich das Wetter wieder, als wir den Großraum Flensburg erreichen. Ein Stadtbummel macht somit keinen Sinn. Also steuern wir den kostenlosen Stellplatz an der Flensburger Förde an. Zuerst der übliche Blick auf die Karte. Dann geht's eben mal nach draußen. Es regnet allerdings auch ziemlich. Da reicht es nur für ein paar Fotos und dann zurück ins Wohnmobil und eine gemütliche Kaffeepause. Das muss jetzt sein. Oh Wunder, eine Regenpause. Also rein in die Klamotten und nichts wie los. Ein schöner Spaziergang entlang der Flensburger Förde, das wird uns sicher gut tun. Ein ordentlicher Wind begleitet uns und lässt die gefühlte Temperatur hier draußen auf den Nullpunkt fallen. Aber nicht unsere Laune, die bleibt nämlich gut. Auf dem Rückweg erhaschen wir noch ein schönes Abendrot. Zurück im Wohnmobil gibt es dann Reste von Heiligabend, Kassler in Brotteig, eben im Backofen aufgewärmt. Anschließend gemütlicher Abend im Wohnmobil. Noch der obligatorische Blick auf die heutige Route von Hodenhagen bis Flensburg. Und dann heißt es auch schon, gute Nacht, Freunde. Guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben Dienstag, den 27. Dezember und haben gerade den Stellplatz an der Förde verlassen. Nicht ganz ohne Grund geht die Fahrt durch Flensburg hindurch. Dazu gleich mehr. Flensburg ist mit rund 90.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt von Schleswig-Holstein. Bundesweite Bekanntheit erlangte die Hafenstadt mit den Punkten in Flensburg, dem Erotikversandhandel von Beate Huse und dem Flensburger Bier. Aber zurück zu uns, wir brauchen Gas. Also müssen wir eine Gasflasche hier im Baumarkt tauschen. Das geht übrigens schnell und problemlos. Mit vollem Gasvorrat können wir nun beruhigt die geplante Zeit in Dänemark verbringen.
Also verlassen wir das Gelände vom Baumarkt und fahren weiter. Da sehen wir auf der rechten Seite das Einkaufszentrum Wördepark. Hier waren wir schon einmal und hier finden wir sicher auch etwas zum Essen. Wir haben nämlich noch kein Frühstück gemacht. Es wird langsam Zeit, wir haben Hunger. Für euch der übliche Blick auf die Karte und schon geht es rein in das noch weihnachtlich geschmückte Einkaufszentrum. Es dauert nicht lange und wir entdecken ein Café mit Frühstücksbuffet. Na, das ist doch perfekt. Eine gute Stunde später werde ich kurz zum Weihnachtsmann. Und dann? Dann geht es auch schon weiter mit unserem Mr. Esprit. Zügig kommen wir aus der Stadt heraus. Entlang der B200 geht es dann weiter gen Norden. So erreichen wir dann schnell die Grenze, die wir ohne Kontrolle diesmal passieren dürfen. Gleich nach der Grenze fahren wir nach Grusow ein. An der Ampel geht es rechts ab auf die Straße 401 und wenige hundert Meter weiter nochmals rechts abbiegen auf den Fjordwegen, einer schönen Küstenstraße. Die Straße führt an der nördlichen Seite der Flensburger Förde entlang. Außerdem kommen wir so an Annis Kiosk vorbei, einer netten Imbissbude mit leckeren Hotdogs. Wir haben zwar gerade erst das Frühstücksbuffet genossen und sind eigentlich satt, aber vielleicht könnte man, ja doch, schauen wir mal. Wir erreichen den Ort Sönderhauen und kommen auch gleich am leider geschlossenen Annis Kiosk vorbei. Na gut, hat nicht sollen sein. Kurze Zeit später kommen wir kurz vor Rinkenäs zurück auf die Straße 401, der wir bis Krosten folgen. Dort überqueren wir die Egersundbrücke. Im weiteren Verlauf kommen wir zur Dübbelbanke, dem Kriegsschauplatz von 1864. Da wir hier im Frühjahr 2022 schon waren, fahren wir einfach weiter. Unser Ziel ist die auf der Insel Als liegende Stadt Sönnerbor mit etwa 28.000 Einwohnern. Von früheren Besuchen wissen wir, dass am Sönnerbor Slot gute Parkmöglichkeiten sind und fahren schnurstracks dorthin. Problemlos bekommen wir hier einen passenden Parkplatz. Siehe auch die Karte. Von hier aus können wir gemütlich am Hafen entlang spazieren und in der Stadt bummeln. Die Altstadt von Sönnerbor und weitere große Teile der Stadt liegen auf der Insel Als. Der westliche Teil hingegen gehört zur Kimbrischen Halbinsel. Dazwischen verläuft der trennende, 250 Meter breite Als-Sund. Die Stadt ist noch im weihnachtlichen Gewand und so manch lustige Deko ist noch zu finden. Zum Beispiel hier ist das nun ein Elch oder ein Rentier. Die restlichen Bilder dürft ihr ohne mich in aller Ruhe genießen. Bis gleich! Stop it.
wieder alle da? Oder haben wir jemanden vergessen? Wir fahren weiter und verlassen Sønderborg. Wir haben nämlich heute noch ein Date. Nun aber erstmal raus aus dem Städtchen und weiter auf die Straße 8 in östliche Richtung. Unser Ziel ist Fünshau, besser gesagt der dortige Fährhafen. Unser Plan sieht die Fährüberfahrt zur Insel Fünen vor. Die nicht zwingend erforderliche Buchung, die haben wir am gestrigen Abend getätigt. Am Fähranleger angekommen, erledigen wir hier gleich den problemlosen Check-in und können somit umgehend auf die Wartespur fahren. Ein Blick auf die Karte zeigt unseren aktuellen Standort. Für uns heißt es erst einmal warten und wir nutzen die Zeit für einen Nachmittagskaffee. Die Zeit vergeht schnell und schon erreicht die Fähre den Anleger. Und kurz darauf geht es auch schon für uns los, ab auf die Fähre. Wir bekommen die Spur zugewiesen und schließen ordnungsgemäß auf zu den Fahrzeugen vor uns. Wie auf der Karte zu sehen ist, dauert die Überfahrt ca. 50 Minuten. Diese Zeit nutzen wir im Restaurant für einen leckeren Snack. Schnell vergeht die Zeit auf der Fähre und wir müssen diese auch schon verlassen. Draußen ist es mittlerweile stockfinster. Wir haben die Insel Fünen also wohlbehalten erreicht. Es heißt nun, einen passenden Stellplatz für die Nacht zu finden. Deswegen fahren wir nach Vobor zu dem dortigen Yachthafen und haben Glück. Alle Plätze sind frei. Wahnsinn! Der obligatorische Blick auf die Karte zeigt unseren Standort. Bezahlen wollten wir, aber der Automat neben dem Wohnmobil, der wollte unsere Karten nicht. So werfen wir noch einen Blick auf die heutige Route. Ja und dann? Dann heißt es auch schon: Gute Nacht, Freunde! Ja, was gibt es? Haben Sie bezahlt? Nein, der Automat hat unsere Karten nicht akzeptiert. Okay, ich prüfe das. Der Mann kommt nach 2 Minuten wieder. Der Automat geht. Das verstehe ich jetzt nicht. Probieren Sie es bitte noch einmal. Muss ich jetzt wirklich noch bezahlen für die zurückliegende Nacht? Es ist Feiertag. Betrachten Sie es als Geschenk. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Erst einmal guten Morgen, liebe Freunde. Es ist Mittwoch, der 28. Dezember. Ja, das war zuerst ein Schreck am Morgen, aber nun ist ja alles gut.
Wir sind übrigens auf dem Weg zur Innenstadt von Fobor und suchen dort einen passenden Parkplatz für uns. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Hier am ehemaligen Bahnhof, da sollen Parkplätze für Wohnmobile sein. Aber was sehen wir da? Da stehen lauter PKWs rum. Na, das ist ja mal wieder lustig. Kann bloß nicht drüber lachen. Einen Parkplatz hat man für uns freigelassen. Naja, jedenfalls besser als keiner. Und extra für uns ist dann auch noch die Beleuchtung angegangen. Und dann der übliche Blick auf die Karte, diesmal als Satfoto. Also gut, wir spazieren los und ich erzähle euch ein wenig. Fobor mit seinen knapp 7000 Einwohnern wird gerne als das Tor zum Inselmeer bezeichnet und zählt zu den ältesten und schönsten Kleinstädten von ganz Dänemark. Fobor ist der Inbegriff südfynischer Stockrosenidylle. Enge, kopfsteingepflasterte Straßen und gepflegte alte Kaufmannshöfe kennzeichnen diesen geschichtsträchtigen und reizvollen Ort. Fobor wird 1229 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Name der Stadt ist etwas unklar, bedeutet aber wohl Fuchsburg. Die Altstadt Faborgs zählt übrigens zu den am besten erhaltenen in ganz Dänemark. Nach so viel Geschichte haben wir jetzt richtig Hunger bekommen. Also ab in den netten kleinen Imbiss und lecker essen. Ein weiterer Weg durch die schöne Altstadt führt uns vorbei am freistehenden Glockenturm der alten Stadtkirche St. Nikolai. Als letztes kommen wir noch zum Hafen. Dieser ist Ausgangspunkt für Fähren zu den Inseln Aero, Avanaco, Lyo und Björnö. So, der Stadtrundgang ist beendet. Wir fahren nun ein kleines Stückchen. Wir fahren auf der Straße 44 in Richtung Svendborg. Das soll aber nicht unser Ziel sein. Hier biegen wir rechts ab. Wir suchen etwas. Man könnte meinen, wir fahren der Sonne entgegen. Aber nein, wir bleiben auf der Erde. Und da sind wir doch auch schon am Ziel. Der Svelmö Landingsplatz. Siehe Karte. Das soll ein landschaftlich schöner Ort sein, den schauen wir uns doch einfach mal etwas an. Parkplatz aus sind nur wenige Meter zu laufen. Hier ist wohl der Landungsplatz für Boote zur privaten Insel Svelmö. Also viel mehr ist hier wirklich nicht zu sehen, außer einem Windsurfer. Na, da schauen wir dem jungen Mann doch mal ein bisschen zu. I'm not afraid.
okay, zugegeben, das war jetzt nicht wirklich etwas Aufregendes. Aber auch solche Dinge gehören für uns zum Sightseeing dazu. So, okay, wir fahren weiter. Die schmale Nebenstraße führt uns um den Nackebölle-Fjord herum. Dabei kommen wir am Schulbezirksamt Nackebölle vorbei, welches wohl einst mal ein Sanatorium gewesen sein muss. Nur gut, dass hier nichts entgegenkommt. Wir nähern uns dem Ort Fjellebrunn. Hier soll es am Hafen einen kleinen Stellplatz geben, das schauen wir uns jetzt mal an. Auf der Karte haben wir ihn bereits gefunden, aber logischerweise auch in Wirklichkeit. Seht selbst die Bilder vom späten Nachmittag des heutigen Tages. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Wir sind überzeugt davon, einen traumhaften Platz gefunden zu haben. Move on without you. We had our on and offs, baby. Abends gibt es mal wieder ein leckeres Weihnachtsbier. Skoll! Nachdem wir einen Blick auf die heutige Route geworfen haben, wird es auch schon wieder Zeit, uns für heute zu verabschieden. Also dann, gute Nacht, Freunde! Guten Morgen, liebe Freunde! Wir haben Donnerstag, den 29. Dezember. Es ist bewölkt heute und es fängt auch schon leicht das Regnen an, als wir den ruhigen Stellplatz verlassen. Damit neigt sich dieser erste Teil der Tour auch schon dem Ende zu. Wenn euch die Reise gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Über ein Kanal-Abo würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Und wie es mit uns weitergeht, das erfahrt ihr demnächst im zweiten Teil. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss! We had our good and bad, baby. Sometimes we were smooth and sometimes out of control. Gotta learn just how to be fine without you. Be fine without you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm